Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Mordors Schatten. Zuletzt hatten wir eine Aufgabe erledigt, glaube ich. Ah, ich kann mich gerade nicht so richtig erinnern. Blutrache-Aufträge lassen dich die Tode anderer Spieler rächen. Gehe zu dem Symbol, um den Hauptmann zu töten, der sie besiegt hat. Okay, ist das jetzt direkt hier unter mir? Ja, ich würde sagen, das machen wir gleich, oder? Oder gucken wir kurz hier dem Troll wieder zu. Okay, ja, ich mach das mal. Uruks müssen sich unter ihresgleichen beweisen, indem sie tödliche Herausforderungen meistern. Wenn sie überleben und nicht davonlaufen, erlangen sie Macht. Mische dich in die Machtprobe ein, um Saurons Armee zu schwächen. Okay, machen wir. Warum auch nicht, ist er direkt vor unserer Hütte gewesen. Oh. Auf mit dem Käfig! Ich brauche einen guten Kampf! Sofort! Der ist ja wieder besonders schön. Okay. Das heißt, wenn ich ihn jetzt töte, während er mit dem Vieh kämpft, darf ich das? Ich mache erstmal so hier, würde ich sagen. So. Ja. Geht nicht. V und X. Doch, geht. Humgrat. Humgrat. ja. Ziel markieren. Nee. Ist okay. Lass mal. So, jetzt sehen wir mal. Ich lasse ihn noch ein bisschen kämpfen, oder? Das macht ja ein bisschen mehr Sinn. Und dann würde ich sagen, springe ich einfach dazwischen. Ah, der hält sich. Na gut, das ist ein bisschen schlecht. Gucken, ob das was bringt. Okay, und noch einmal. Keinen Feuer habe ich noch. Jetzt ist er grün. Was sollte ich da nochmal machen? Machtprobe gelöst. Ah. Hä? Okay. Jetzt werden mich sogar die Karagor fürchten. Muss ich ihn jetzt besiegen? Für deinen Tod. Ah, der hat gerade das Vieh getötet, deswegen. Hab ihn schon mal getötet. Einmal mehr kann nicht schaden. Okay, solange du jetzt der Einzige bleibst und dich die anderen da runterkommen. Doch, kommen sie natürlich. Oh Gott. Das ist jetzt wieder total klug gewesen. Aber ich dachte, ich muss ihn da jetzt irgendwie anhalten. Okay. Einfach mal ein bisschen hüpfen. Ja, wenn es mal so wäre. Wir besiegen jetzt erstmal alle. Einfach immer kontern, springen. Das ist ja gar nicht so schwer. Das dürfte jetzt eigentlich kein Problem sein. Diesmal sind auch keine. Boah, der schießt aber mit seinen Schussschwern auf mich. Ah, ich habe keine Eisen. Wer ist das denn? Was ist denn hier mit denen nicht immer in Ordnung? Warum kommen denn dann immer gleich noch andere? Ich renne erstmal kurz hier um das Ding. Vielleicht rennen die hier ja irgendwie. Was ist ich? In den Geysir oder so. Und dann kann ich hier. Ich muss die Masse erstmal ein bisschen auflösen. Weil das macht sonst keinen Sinn. Das geht sonst nicht. Das ist Spinnen. Oh, fuck. Ja. Halten Aufzerrung. Nee, es geht gerade nicht. Es geht gerade ganz schlecht und es war gerade sehr dumm. Geplockt. Und jetzt rennen wir noch mal kurz weg. Da werde ich gleich schon wieder angegriffen. Ich habe dich beobachtet und auf den perfekten Zeitpunkt für den Angriff gewartet. Der sieht aus wie so ein Affen. Also der hat wirklich so eine Affenschnauze. Beende ich dein nutzloses Leben. Das ist wirklich eklig. Nein. Okay, okay. Jetzt muss ich aber mal wegrennen. Das hat keinen Sinn. Das ist zu albern. Oh, ich kann nicht über den springen. Doch, kann ich. Jetzt lauf. Wow. Okay, los, renn, renn. Streng dich mal ein bisschen an, Waldläufer. Und jetzt in den Busch. Bringt das was? Könnt ihr mich hier jetzt finden? Weil er hat jetzt keinen Sinn. Das ist jetzt albern, wenn ich da gegen die ganzen Massen wieder antrete. Gegen drei solche Typen. Okay, hoffentlich sieht er mich jetzt einfach nicht. Aber aus dem Hinterhalt kann ich, glaube ich, auch alle nicht töten. Los.
Hört auf, mich zu suchen. Das muss doch jetzt ja auch mal so sein, oder? Dass die aufgeben. Wir haben neue Schwerter, neue Speere und neue Äxte. Gut, aber das tötet. Ah, was? Oh, verdammt, ich stand da irgendwie gerade ganz doof. Da habe ich gar nicht gerade drauf geachtet. Oh, hier, los, komm. Schnell, schnell, schnell. Und jetzt weiter. Ich will die ja töten, das ist ja nicht das Problem. Ich habe nur das Gefühl, ich bin viel zu schwach dafür. Und gegen drei solche Typen kann ich sowieso nicht antreten. Machen, was sie wollen. Die Häuptlinge werden sie schon bei Zeiten zurechtstutzen, wenn sie so weitermachen. Okay, also irgendwie war das auch gar nicht gerade Sinn und Zweck der Übung. Ah, ich denke, ich mache jetzt einfach mal eine neue Hauptaufgabe, oder? Das ist sehr dumm. Da hinten ist gerade eine. Ja, das ist jetzt zu viel Zeitverschwendung. Ich will ein bisschen auch in der Story weiterkommen. Das war jetzt doof. Das war jetzt wieder typisch, ehrlich, keine Ahnung, was ich da jetzt genau falsch gemacht habe. Wenn du einen Menschen auf dich zukommen siehst, töte die Häuptlinge. 0 von 4. Ich kenne mich ja schon alle. Okay, das wollten wir ja letztes Mal sowieso schon. Eliminiere den Häuptling, sodass auch der dunkle Herrscher selbst von deinen Taten erfährt. Genau, das wollten wir ja letztens mal schon machen. Es wird aber bestimmt nicht einfach. Na, wer hängt denn da? Das ist so mit dem nicht in Ordnung. Warum hängt der denn da jetzt? Hört mal, heute müssen wir keine neuen Wunden aufreißen. Dieses Rätsel zerfresst mich schon genug. Oh, ihr Bastarde! Oh, wenn ich rutschig bin, werden diese Vögel eure Eingeweide fressen. Jedes Mal retten wir den, ey. Das ist so dumm. Mir geht's gut. Gar nicht fehlgetan. Ich weiß, was du denkst, Wachläufer. Das war nicht meine Schuld. Ich sag dem Häuptling, dass ich seinen Leibwächter getötet habe. Er dreht sich um. Hat exakt das gleiche Gesicht wie die Wale, die ich getötet habe. Die wir getötet haben. Zwilling! Ja. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Sorg einfach dafür, dass du den Platz des toten Häuptlings einnimmst. Der Häuptling lebt noch. Dann werde ich ihn jetzt umbringen. Oh, guter Plan. Ich bin gleich hinter dir. Als ob das so einfach wäre. So ehrlich. Eine Übungsanlage. Ja. Sehen wir doch mal, wie die Soldaten des Häuptlings sich im echten Kampf schlagen. Rüttle am Käfig und erwecke das Biest in ihm. Okay. Okay, wir haben wieder Pfeile. Das ist schon mal gut, brauche ich ja keine einsammeln. Jetzt stellt sich mir die Frage, wie komme ich da hoch? Ja, der kann ja an den Wänden hochklettern. Das war mal gleich mal so ein gutes Problem. Gut, nein. Nein, es ist Feuer aus. Oh. Los, los. Gucken, ob die Bienen mich auch angreifen. Ich schätze mal, die hassen nur auf. Urus. Ja, Menschen sind ja nicht so doof und hässlich und stinken so. Also nicht in der Regel. Okay, soll ich die jetzt befreien, ja? Töte einen Berserker mit einem Vorsprungtötung. Besiege Berserker. So, kann er jetzt nicht. Warte mal, wir laufen mal, wir müssen da hoch. Wir laufen mal irgendwie da hoch. Schützen sind Feiglinge. Sag genau. Zumindest du. Wer weiß ja nicht. Jetzt habe ich wieder keine Pfeile mehr. Ich naja. Mich ja lieber auf mein Schwert. Hier müssten Pfeile sein, direkt vor uns. Mehr Spaß. Laut Counter. Und tschüss. Okay, das war jetzt gut. Ah, hier kommen wir, denke ich, hoch. Wenn ich den erledigt habe. Zack. Hier hoch.
Ja. Ah, hier ist ein Pfeil. Sehr gut. Blinkgestirn. Hoffentlich kann man das dann irgendwie ausbilden, dass man irgendwann mehr Pfeile hat als nur 4. Das wäre ein bisschen praktischer, weil 4 sind doch ein bisschen wenig. Und von hinten. Hässliche Orks. Toll, der fällt natürlich wieder runter, ja? Da ist ein Leuchte. Also soll ich jetzt reinspringen einfach und die killen? Töte einen Berserker mit einer Vorsprungtötung. Also von oben. Da muss ich doch jetzt warten. Oder ist hier direkt einer? Ist das einer von denen? Nee, oder? Moment! Lieber auf den da. Ich rieche etwas. Was ihn auch getötet hat, ich hoffe, es jetzt kommt wieder. Und wenn Redback es schafft und neuer Häuptling wird, nee, ist das nur toll. Eine Frage der Zeit. Versagt. Besser konnte ein gewöhnlicher Angriff betäuben, besser mit E, bevor du an. Ah. Der macht aber ganz ich möchte ihn gern von oben töten. Ich hätte gern das zusätzliche Ziel geschafft. Wie mach ich das? Keine Ahnung, wenn es aus dem Händischen ist, denke ich. Ah, nur aus dem Hinterhalt geht das. Ah, zu viele schon wieder, das gibt's doch gar nicht. Der Grüne hier hat vermutlich Infos. Oh, das ist doch jetzt schon wieder total albern, wie die hier um mich rumstehen. Und einer nach dem anderen auf mich hat. Ich würde hier gerne mal raus. FFF in Richtung. Das war ein cooler Jump. So, das waren jetzt echt ein paar viele. Ich renne mal ein Stück. Ich renne hier einfach mal kurz um die Ecke. Versteck mich ein bisschen. Ein bisschen leise sein jetzt. Psst. Müssen mal gucken, wo die sind. Da ist einer, also diesem Typen mit diesen grünen Vierecken über dem Kopf, die haben ja Informationen. Die müsste ich irgendwie schnappen und dann mit Leertaste bearbeiten. Ja, ihr habt euch nur eingebildet, dass ich hier gerade da war. Haltet nach diesem Grab und Abschaum Ausschau. Wenn wir den schön umlegen, können wir alle Hauptmänner sein. Ich will heute aber das alles. So, einer ist schon mal weg. Der ist halt einer, okay, und wo ist der andere da? Aber wie kann ich die von oben töten? Die müssten mal ein Stück näher kommen. Irgendwo müssen die mal an. Der hier. Okay. Die kommen hier scheinbar eh nicht hoch, also brauche ich mir da keine Sorgen. Oder? Oder? Hallo? Hä? Jetzt rennen sie wieder rum. Die können ja scheinbar nicht hochklettern. Der Tag ist längst weg! Oh, Entschuldigung. Der Schwert war so groß. Da musst du schon mal aus dem Weg gehen. Okay, weiterer Tote. Und wieder hier hoch. Ja, ich bin echt mega vorsichtig. Das ist echt ein bisschen blöd. Ist das hier einer von denen? Ich würde die gern von oben töten. Ja, ich fange das ein, aber wie mache ich das? Wir wenden deinen Kopf auf einen Pfahl. Am besten erst mit den ganzen anderen Affen töten. Was ist mit denen hier noch? So. Gehen sie mal los. Der Feigling ist abgehauen. Jetzt brauchen wir noch. Wir haben nicht mehr so viele Gegner. Na los. Ein paar will ich jetzt schon mal töten. Den da hier zum Beispiel. Nicht den, sondern den anderen. Bam. Den hier erstmal. Der ist nämlich weder gelb noch grün. Ja, jetzt habe ich den grünen getötet gerade. Das ist doch echt doof. Wie soll ich die denn die Informationen aus denen rauskriegen, wenn ich das nicht hinkriege? Unser Leben neigt sich dem Ende zu und das wird gerade ganz schön eng hier.
F, 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 E, E, E. Und tschüss. Die kann ich jetzt vielleicht noch oben töten, wenn der unten ist. Da, wieso sind das jetzt schon wieder so viele? Wo kommen die denn nur immer hin? Was? Smog ist erschienen. Oh Gott. Oh Gott. Das ist jetzt doof. Ich hab die... Na egal. Was soll's. Hat der Feuer an den Füßen? Sollst du zweifach erfahren. Ja, okay. Der ist bestimmt sau schwer und ich habe kein Leben mehr. Das ist jetzt doof. Wie soll ich das denn machen? Und da noch so ein Riese dazu. Kann ich hier kurz den seine Schwächen irgendwie nochmal rausholen? Ich brauche erstmal, ich muss erstmal die ganzen Orks erledigen. Aber ich habe nicht mehr viel Leben. Immer blocken. Blocken ist hier das Wichtigste. Immer blocken. Okay, hier können wir ja schon weggenutzt und jetzt erstmal die ganzen anderen Kröten hier. Na klar. Boah, da kommen ja noch mehr. Oh Mann. Ich war gerade froh, dass es ein bisschen ein paar weniger geworden sind. Was ist jetzt? Wer hat mich denn. Ah, eh. Wieso hat er mich getroffen? Was? Schon wieder was für ein Move. Jetzt rennen wir mal kurz. Pfeile. Da ich ein Pfeil, deswegen. Okay, okay, wir brauchen einen Plan. Mal wieder. Typ ist schwer. Wir haben hier schon was abgezogen. Wir töten erstmal den Typen hier oben. Ja, würdest du bitte. Nein. Hä? Warum ist der denn jetzt nicht da hochgegangen? Zu viele, zu viele. Die Musik ist auch herrlich. Weil der Typ da ankommt, der übelst klein ist. Ich hab gedacht, das wäre so ein übelster Riese. Nee, es ist irgendwie ein kleiner Knops. Scheiße. Okay, nicht gut, nicht gut. Letzte Chance schon wieder. Schaffen wir locker und zack. Ja, und der ist tot. Sehr gut. Und tschüss. Das bringt nur gar nichts. Es werden immer mehr. Es werden immer mehr, habe ich das Gefühl. Wir müssen ihn hier mal schnell töten. Nein, was mache ich denn? Vertrockt. Schnell mal hier hoch. Los, hopp. Jetzt rüber auf den Turm springen. Und jetzt geht's auch nach oben. Sehr gut. Ich glaube nämlich, hier kommen erstmal die anderen nicht so einfach hoch. Ich habe keine Angst mehr. Zeig dich! Oh. Und einen abschießen. Jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Ah, doof, doof, doof. Ah, hier kann ich springen. Okay, dann gehen wir da rein. Wo, ich kann aus jeder Höhe springen. Gut, der will hier nicht drüber klettern. Jetzt hat es. Der ist aber auch manchmal. Oh Gott. Okay, zack. Und? Wir müssen hier wirklich einen nach dem anderen erledigen. Es geht nicht anders. Weil die Massen. Da sind sie schon wieder alle. Das hat keinen Sinn. Und leider kann man, wenn man im Kampf ist, die nicht nochmal schnell mit so einer finalen Attacke töten. Ja, die wird eh immer unterbrochen, weil das sind doch jetzt schon wieder viel zu viele. Ja, solange nicht wieder irgendwie jemand mit Bogen und Pfeil im Bogen kommt und unsere Armbrust, ist hier eigentlich noch alles safe. Ich darf auch die letzte Chance einfach nicht versäumen, wenn die jetzt nochmal kommt. Wir haben eine Combo gerade gezogen. Sind wir da eigentlich stärker, wenn ich die Combo erhöht? Das wäre cool. Los. Und ab. Und. Ja. 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 Wir haben schon 25 Combo. Zack. 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 Das ist einfach nur hin und her und hin und her und. Drauf und der und Glocken und der. Langsam jetzt auch weniger. Einen nach dem anderen. Oh, jetzt die Kombo leider beendet. Schade. Ja, der ist hinüber.
der noch. Und dann haben wir nur noch den hier. So stark ist der gar nicht. Ich dachte auch, der wäre stärker. Aber der ist ja fast schwächer vielleicht als der Zwilling, oder? Ich weiß ja gar nicht mehr. Nee, vermutlich nicht. Aber wir haben ihn jetzt. Zack. Und noch ein. Der Tod ist mein ständiger Begleiter. Jetzt werde ich ihn begrüßen. Sehr schön. Oh, oh, oh. Ja, wunderbar. So läuft das, Leute, Freunde. Das freut mich. Geschafft. Endlich! Ach, tu mir nicht so. Jetzt können wir dir auch gleich den Kopf abschlagen. Warum schneidet ihr denn immer die Ohren ab, ey? Waldläufer! Wir haben's geschafft! Ja, du vor allem. Jetzt halte dich an unsere Abmachung. Der als Häuptling, der kann doch nicht. Nur keine Sorge. Häuptling Redback, passt auf, dass dir hier niemand deine schmutzigen Pläne durchkreuzt. Gut. Doch Redback spricht nicht für die anderen Häuptlinge. Um die mache ich mir keine Sorgen. Leist du mir dein... Ich brauche eine schärfere Klinge. Oh Mann. Ich hoffe, der hält sich wirklich an die Abmachung. Der andere Zwilling, Redback, der fällt. Ja, tu mal nicht so, ich hab gekämpft. Ja. Kleiner Knops, ey. Sehr gut. Redback, der Weise und Mächtige. Haben wir eine Errungenschaft freigeschalten. So, sehr gut. Da haben wir doch den ersten Häuptling getötet. Das war doch schon ziemlich cool. Dafür bedanke ich mich. Diese Folge ist jetzt nämlich auch schon wieder vorbei. Und dann sehen wir uns gleich bei der nächsten, oder nicht gleich, so dann in den nächsten Tagen, bei der nächsten Folge, wenn wir uns dann der nächsten Aufgabe zuwenden. Okay, vielen Dank fürs Zugucken. Ich bin euer Let's Ape und bis später.